Also höre ich so raus, das bisher auf den Weg gebrachte ist bestenfalls ein Anfang, das reicht aber noch nicht aus. Nein, das reicht nicht aus. Also da müssen wir sowieso gucken, wie stellen wir unsere Gesellschaft neu auf oder was ist Teilhabe. Also wir wissen ja, dass arme Kinder zum Beispiel, aber auch natürlich arme Eltern, ja von vielem ausgeschlossen sind. Klaus Wiecher hat es gerade schon gesagt. Geht es um den Sportverein? Geht es nur einfach darum, dass ein Junge oder ein Mädchen, ich komme jetzt aus dem Judo, Judo machen will? Man muss da einen Anzug kaufen. Das können diese Leute alle nicht. Der ÖPNV, wir haben es gesehen am 9-Euro-Ticket. Wie viele Menschen waren plötzlich unterwegs, die sich vorher das nie erlauben konnten. Das sind alles so Sachen, da muss richtig dran gearbeitet werden. Und ich möchte mich sowieso mit Armut nicht abfinden, schon gar nicht mit Kinderarmut. Und ich möchte in einem Land leben, wo Kinder viel wert sind oder natürlich die Eltern oder die Menschen sowieso.